ziemlich neue fotografische Solo. Aus dem schönen Alstertal. Mein Name ist Matthias von Schramm. Erinnern wir uns an den 3. September des Jahres 11. Ja? An diesem Tag habe ich den fotografischen Monolog begonnen. 86, 87, lass mich lügen, Fotografien sind entstanden mit einem Smartphone von der Firma. Dieses fotografische Monolog sollte eine literarische Serie werden und ist es dann auch geworden. Eine fotografisch-literarische Serie, wohlgemerkt. Und deswegen, weil das doch eine Serie ist, die ich mittlerweile abgelöst habe durch erlebte Emotionen. Aber weil dies eine Serie war, die ein neues Zeitalter meiner Fotografien einläutete, weil das so war, möchte ich mein erstes ziemlich neues Solo damit beginnen. Ja. Es waren schon im fotografischen Monolog ziemlich emotionale Momente, aber es wurde ein Wortwitz daraus, nämlich dass Monolog und Dialog ganz eng beieinander liegen. Das hat man von vornherein festzustellen gehabt. Und ja, ich bin gebeten worden, das alternative fotografische Solo wieder aufzunehmen. Ich habe 60 Folgen gemacht, bis vor 2 Jahren, dann hatte ich keine Lust mehr. Jetzt beginne ich mit einer neuen Folge mit meinen Bildern. Es sind, glaube ich, auch noch irgendwie eingeschickte Fotos von damals irgendwo in meinem Archiv. Ich werde vielleicht dann auch damit weitermachen. Was heißt vielleicht? Ich meine, jetzt ist man natürlich gefangen in dieser Geschichte. Und das hier dazu. Ja, gut. Ich habe dann also diese Bilder, die ich da gemacht habe, beim Fotografen Solo immer mit Texten unterlegt. Verschiedener Art. Eigene Texte waren zunächst der Anspruch. Dann habe ich gemerkt, dass immer mehr Zitate aus der Literaturwelt und auch Nicht-Literaturwelt, Subkultur, Literatur, Kulturwelt dazu passen mussten. Und so ist etwas sehr Visuelles entstanden, was man mit Worten eigentlich nicht beschreiben kann. Das ist auch der Grund, warum ich eine Sendung wie das ziemlich neue fotografische Solo aufleben lasse. Die Sprache holt uns dabei immer wieder ein, ich merke das. Und mir fällt eigentlich zu Bildern unheimlich wenig ein. Und das ist eigentlich ein ganz angenehmer Zustand. Und beschreibe ich mal vielleicht ein Bild speziell aus deren Monolog. Das ist gar nicht so einfach. Ich klicke mal hier durch, was es sein könnte. Naja, es hat sich auch immer wieder Aktuelles ergeben, zum Beispiel bei diesem Text, fotografischer Monolog 51 war das. Mein Name ist Wolfgang Michael Peter und der Wolf und ich bin Präsident der Vereinigten Staaten von Deutschland.
Mein Mann hält mir den Rücken frei und absolviert mit auf Staatsempfängen das Damenprogramm. Inzwischen ist das Thema nicht mehr aktuell. Ihre Frau Dr. Wolf war es unterschrieben. Der besagte Mensch, auf den es sich bezog, ist nicht mehr im Amt. So kann es kommen, so kann man von der Wirklichkeit eingeholt werden. Aber im Ernst, Monolog, Solo, das ist eine Verbindung und das ist vielleicht ein neuer Anfang. Und aus diesem Berufe habe ich jetzt wieder eine neue Sendung. Und ihr könnt mir jetzt wieder Fotos zuschicken. Vielleicht nehme ich auch irgendwie alte aus dem Archiv erst, aber man kann mir wieder Bilder zuschicken. Und ich bespreche die dann mehr oder weniger mehr oder weniger Sinn dem Bildsinne entsprechend oder so. Man kann dazu ja meistens auch nicht viel sagen. Das ist ein interessanter Aspekt, den man vielleicht als Sinngag über die ganze ziemlich neue Solo-Serie ziehen könnte, muss aber nicht. Ich lasse mich selber überraschen. Schickt mir dann Fotos und tschüss. Aus dem schönen Alstertal.